Ich muss mal gerade gucken, wegen Ferien und so. Achso, das ist vor Wien noch das Wochenende, ja klar. Ja, das finde ich ganz gut, weil das ist alles so komprimiert zusammen. 20. Juni, spricht da was gegen? Ist dein Kopfhörer insgesamt vielleicht? Okay, wir checken das jetzt gleich nochmal und dann schreibe ich dir eine Mail. Die anderen, Christoph und Richard sind drüben in einem anderen Raum, kann ich dir jetzt nicht so leicht zeigen. Da sind die. Okay, mach dir nochmal einen Versuch. Bitte? Welches Studio? Gregor Hennig, der war früher in der alten Post, der hat mit uns beim letzten Album auch schon zusammengearbeitet. Beim Räuber und Gedärm hat er gemischt. Und bei Weltall hat er auch gemischt. Okay, aber wo sitzt ihr da? Ja. Wo wir sitzen? Okay. Ach so, Altona. Chemnitzstraße, wo früher die Taz war, so halb St. Pauli, halb Altona. Jetzt verstehe ich dich kaum noch, weil. Ja, ich schreib dir eine Mail, um die wegen Bayreuth. Na? Okay. Na? Bitte? Ja. Kannst auch ein bisschen zugucken, kostet ja nichts. Tiefer? Der Klick. Tiefer der Klick. Tiefer. Ganz tot hoch. Ja, sowas. Genau. Ich finde das einfach nicht gut. Also ich weiß auch nicht. Dabei doch nicht gut genug, um das alles hier zu überschauen. Wir müssen uns schon etwas trauen. Irgendwo da draußen wird das hin zum Außen. Das Piano musst du noch ein bisschen üben, wenn du zum Glück spielst. Ich weiß nicht, ob der Glück. Natürlich, ja. Ja, also es war nicht drauf, aber das kann man auch schon halten. Ja, nee, das war auch. Nicht gut gespielt. Wenn ich es mit Klavier einspiele, müsste ich es wirklich pro Hand irgendwie machen oder so. Es ist einfach total schnell. Ich habe es ja auch live immer hinbekommen. Es ist einfach total lang. Man merkt das ja nicht so. Das geht ja in dem Matsch so ein bisschen unter, wenn man so ein bisschen daneben liegt. Also ist ja auch nicht so schlimm, aber wenn man es jetzt so hört, also. Klar, es ist auch gnadenlos. Ja. Ja. Nochmal machen, ne? Ja. Alle tut die Hände mal weh. Ja, manchmal bildet man sich auch was ein. Man hört bei den Aufnahmen ganz viele Sachen überhaupt nicht, die man so denkt. Vielleicht. Abschalten. Manchmal ist es auch andersrum, dass man so denkt, wow, war das super. Und dann hört man sich das an, so lauter Macken, die irgendwie. Fehler und ist viel zu unsicher mit dem ganzen. Ja, weil du es immer umdrehst und nicht, du bist unsicher, das merkt man sofort. Du spielst dann leise an Stellen, wo weißt du, wo es aufgehen müsste. Und dann hörst du auf, obwohl so ein Refrain kommt, weil du unsicher bist, wo die Eins ist. Das haut einfach nicht hin. Das gibt kein Gefühl. Deswegen überlege ich die ganze Zeit, wie wir es machen können, dass wir sozusagen per Overdub diese Aufnahme retten. Das hört ihr ganz gut. Das ist wirklich immer das. Wäre sogar ganz gut, genau. Es könnte ganz geil sein für den Sound sogar. Das ist nicht das Problem, nur dass wir jetzt irgendwie das hinkriegen, das mit einem guten Gefühl zu spielen. Und das funktioniert nicht, wenn wir alle durcheinander wechseln, wenn du Unsicherheiten zeigst und so weiter. Das,
dass das Feeling nicht stimmt, weißt du? Das ist total schwer, dann irgendwie, also auch für mich als Sänger, da so was reinzubringen, so einen Spannungsbogen reinzubringen. Ja, weil ihr seid total auf die Technik fixiert einfach, also vor allem du. Stopp. Was ich meine, der tiefe Ton, auf den tiefen Ton musst du es schneiden. Da? Nee. Nein. Auf die Pause vorher. Eins. Da. Genau. Eins. Genau, das ist sein Anfang. So musst du jetzt das hören. Sowas brauchen wir auch, also ist ja, gut, klar. Das sind tolle Sounds. Genau. Das reicht vielleicht schon. Hallo Matthias. Mir geht's gut, danke. Wir haben jetzt hier schon gefrühstückt und sind guter Dinge und warten auf dich eigentlich. Nach 8 Takten wahrscheinlich oder nach 16 Takten anfangen, ne, keine Arpeggio-Line, die aus dem Arpeggiator kommt, sondern mit einer handgespielten 16-Noten spielen, die entweder auf einer Quinte oder meinetwegen auch auf einer Quarte, um irgendeine Spannung zu erzeugen, irgendeine harmonische Fülle, aber vielleicht sogar eine Melodie, die sich wiederholt, wie als ob es ein Arpeggiator wäre, nur dass es eben human ist, damit ein bisschen mehr musikalisch, damit das Gerüst nicht ganz so steif ist, weil letztendlich sind es ja wirklich. Es ist ja eigentlich geloopt, nur und zwar relativ einfach. Das Klavier hat die erste Phrase, dann hat es die zweite Phrase und das war's. Der Bass spielt die so. Und entweder fehlt die Antwortphrase, ja, im Sinne von der Chor kommt, oder es fehlt irgendein Musikinstrument, was dem, und wenn es auch nur ein Geräusch ist, was dem so ein bisschen was dazwischen tut. Ja, kannst aber du hast das Gefühl, dass so ein Chor, noch so ein Mellotron-Chor noch mit drin ist. Ne? Und der Chorus ist natürlich der Hammer, den die da reingepackt haben. Hier, Plattenvertrag.
Nee, es muss ja nicht laut sein. Ich kann ja das versuchen zu spielen auch, also das, was ich gerade gemacht habe. Du kannst versuchen, das zu spielen, aber vielleicht macht es ja gerade interessant, wenn es eben, wenn es die Stimme ist. Und wenn du es dann irgendwie ein bisschen durch den Effekt jagst und... Dieses afrikanische Lein hier, apropos afrikanische, das ist das Kolonien. Das afrikanische. Naja, aber weil du ja offensichtlich, wenn du hörst, ich weiß nicht, wie gut du am Instrument selber bist, aber... Ich spiele das doch auch nicht. Also ich eben, genau, aber mit der Stimme kannst du es ja offensichtlich ganz gut machen, weil du hörst irgendwas in deinem Kopf und du machst es, es rollt ja so, wie du es jetzt hier so spontan gemacht hast. Das muss ich dann anhören, wie das oben drüber ist, aber vielleicht bringt es ein Element rein, was dem Sound irgendwie dann vielleicht sogar was, zumindest könnte man es mal ausprobieren.